dann nur zum Zeichnen habe, quasi für die erste richtige Foundation. You know? Damit ich weiß, wie es ungefähr muss. Nee, ihn wollte ich eigentlich am Leben Was lassen. Es ging nur um sagen? die Kannibalen dahinter. Blatterschuss. So. Checkt einen Pfeilhagel. Ich glaube, mit 8 Leuten wäre das schon echt witzig. Dass wir noch keinen getroffen haben, ist auch traurig. Es gibt einen Speer besser. Ja, der ist zu kurz geflogen, glaube Ja, ich mal. okay, warte, jetzt muss ich trotzdem weiter darüber nachdenken. Ne? Wie kann man. Die andere Sache ist, kriege ich das vielleicht mit einem Boot hin? Weil ein Boot hat immer eine vorgegebene Länge, dann bauen wir 8 Boote. Das macht Zeit, ne? Eins, zwei, drei, Ja, sechs. auch. 6 Boote. Und dann könnte man die positionieren. Dann wüsste ich, wo die Ecken sind und die Längen. Ist jetzt halt auch die Frage, willst du denn so kleine, also reichen so kleine Dinger erstmal für den physischen Akt des Bauens, weißt du? Ja. Reicht so eine Länge? Das ist ja übel kurz, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und du musst da ja die Treppen nachher auch reinkriegen mit Boden jeweils. Oder ist das kein Problem? Muss nochmal B drücken. Die kleinen Boote auf jeden Fall nicht. Er liest erstmal in seinem Comicbuch wieder. Das sieht immer so dumm aus. Und was ist mit einem Dock? Ach, das kann man auch x-beliebig lang machen. Interessant. Man auf einem Dock denn genauso bauen wie auf einer Foundation? Ich weiß es nicht. Sollen wir es an Ich einem glaube anderen See nicht. probieren? Ich denke auch nicht. Theoretisch hält das ja nichts aus. Largecraft, ja, das ist auch ein bisschen ungeeignet. Bisschen zu groß, finde ich. Ja, jein. Also Grundding wollen wir eigentlich nicht Aber so groß haben, ne? das Ding ist, wenn ich das jetzt als Skizze benutze, dann kommen wir doch irgendwo hin. Das ist doch schon mal ein Start. Ne, als Skizze, damit ich da meine Foundation für bauen kann. Aber das gibt dir doch keine guten Längen, oder? Für 8 Ecken. Bauen wir mal eine Custom Wall an Land. Die hast du ja Oh, da bestimmt ist ein equipped. Mutant. Das ist ein Pimpel, so ein Treter, so ein Stamper ist da hinten. Aber der ist noch weit weg und der hat da auch schon seinen Charge gerade eben rausgehauen. Ein Houseboat, wie groß ist. Ich glaube, da kommen wir schon in die Richtung. Die sollte man aber auch nicht bauen, weil die auch viel kosten. Guck mal, das ist schon mal eine gute Länge. Nochmal wegenden. Wie geht das? Hallo? Können wir Optionen bekommen? Mensch. So, kannst du eine eigene Wall aufstellen in der Länge, die du meintest? Dann gucke ich, dass ich das Ding dazu Ich passend habe nur drehe. geguckt, was die maximale Länge ist. Also wenn ich Ja, jetzt hier dann bau die... nochmal einmal die maximale Länge, bitte. Und dann Das hier. möglichst weit hier beim. Ja, oder so. Das hier ist die Okay. maximale Länge, die man für so eine Wand nehmen kann. Danach spaltet sich das in zwei und das wollen wir ja nicht. Für das Achteck. Scheiße. Aber die kürzeste Länge wäre ja auch okay, actually. Glaube, das passt, aber wenn ich jetzt die könnte, die wird ja länger, wenn wir sie gerade machen. Das hier ist die kürzeste Länge. Das würde auch passen. Was ist das denn, Alter? Aber du brauchst trotzdem 5 Logs. Guck mal, die Preise für beide. So Ich lange weiß. kostet auch nur 5 Logs. Ja, deswegen weiß ich. Ich weiß, das ist ja das Dumme daran. Das heißt, wir könnten diesen Turm richtig Aber kostengünstig bauen. das da funktioniert tatsächlich. Das ist ja die Länge von deiner langen Wand. Okay. Jetzt muss ich nur überlegen, wie kriege ich da wieder. Boah, ist das schwierig. Kann ich unter Wasser eine Defense Wall bauen, damit ich. Host not responding. Tom? Ja. Okay. Hast du ein Also hier Disconnect? steht. Oder bin ich das vielleicht? Gute Frage. Upload läuft bei Twitch. Also, das geht auf jeden Fall noch. Stehst bei mir einfach auch nur rum. Steam-Server 2 Uhr, das kann tatsächlich sein. Ach Jetzt stehst du nee. bei mir Aber wieder eigentlich ist das online. Mittwoch.
Ich bin auch on in Steam, also da funktioniert auch noch der Chat. Kannst du noch speichern schnell? Ah ja, ist eine gute Idee. Gut, ist jetzt kann ich die ganze Zeit abschießen. Oder die prallen einfach ab an dir. Du bist ein Ich Stein, Digga. weiß. Ich konnte dich auch nicht killen. Ich habe auch schon auf dir rumgehackt. Wie man, was man halt so als erstes macht, um zu gucken, ob kein Dis, also ob du Disconnect hast. Okay, exit to mein Menü. Menü. Mal gucken, was ich gleich hab an Loot. Verbindung unterbrochen. Okay, dann gehe ich jetzt Steam. auch mal raus, oder? Ne, drück mal Steam, also Shift-Up-Dingens. Nee, das Kannst gibt's du bei auch mir nicht. gucken. Das habe ich ausgestellt wegen Stream. Aber Ja. ich bin online. Aber es sind tatsächlich nur zwei andere Leute gerade online. Alle sind offline sonst jetzt. Nee, vier. Nee. Nur bei dir ist das Ja. irgendwie so. Okay. Vielleicht ist. Man Da bemerkt, bist du dass ich gerade wieder. online bin. Jetzt bist du Ja. wieder on. Jetzt müsstest du Cringe. auch. Oh, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall bei dir irgendwie Steam down. Aber ich meine, ich habe ja auch so die Verbindung nicht. Fiero. Hä? Ja, Ja. genau, das ist so Join. Serverregion. Du stehst auch bei mir immer noch auf derselben Stelle. Eventuell muss ich neu starten. Wir beitreten. Falls es jetzt Continue. nicht geht. Was ist denn jetzt hier Das, los? der Stomper kommt jetzt auf dich zugelaufen. Ja, ich glaube, du musst den Server neu starten. So, nochmal. Grab the drink. Viel beitreten. Continue. Ne, du musst neu starten. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich glaube, ich starte auch mal Forest neu. Ist vielleicht auch eine gute Das ist Sache. eine gute Idee, ja. Ich guck mal gerade, ob der RAM auch in dem Spiel hier voll läuft. Oh, Ne, so. 2 GB Update. Echt? Wahrscheinlich. Nein. Als wenn Ja, die selbst wenn, das wäre ja auch schon 2 Wochen runtergeladen bei mir. vorher. Nicht mal sieben. Ja, genau. Hau die noch mal dieselbe 5 Größe an Tage Game raus. vorher. Genau. So, ja, hier habt ihr schon mal so ein Preview. Alle haben das nach 5 Tagen wieder durchgegamed. Ja, das ist schon crazy. Das Ding ist halt, da müsstest du halt auch einigen Content machen, weil. Also selber produzieren gerade, aber ich muss erstmal überlegen, wie ich es überhaupt mache. Oder bist ja, vielleicht ist es auch interessant für Viewer, wie wir da so rangehen. Weil wir haben ja kein Bandmaß, wir haben ja kein Winkelwerkzeug und sowas, ne? Keine Wasserwaage, gibt's ja alles nicht. Ja. Laser. Irgendwie müssen wir uns da was zurecht pfuschen. Ja, Ist bei natürlich, mir also offline. bin. Ja, jetzt bei mir ist die auch offline. Ja, das ist. Ah, Ja, das perfekt, ist. ja. Das ist jetzt ein Steam-Problem. Ah, schön mit der ganzen AFK-Zeit. 41 Stunden in den letzten 2 Wochen. Ah, sehr gut. Mit der AFK-Zeit. Na gut, ich habe jetzt auch ein paar Stunden AFK-Zeit gesammelt. Ja, bei Ja, mir ich glaube zum schon, dass das für Beispiel eine Zuschauer Stunde. auch interessant ist, wie man halt, also was halt möglich ist und was halt nicht möglich ist, ne? Andere werden sich ja auch schon mal gedacht haben, lass mal so einen Turm bauen mit so einer Wendeltreppe oder Pendeltreppe. Ne? Wendeltreppe. Nein, eine Treppe pendelt nicht, Tom. Das macht Sinn. Ich Wie reiße mehr jetzt. schon so eine Treppe? Im Empire State Building irgendwo so eine Treppe, die mir das ganze Haus einreißt, weil es anfängt zu pendeln. Halt einfach da drauf. Wer kann sich halt Es einfach hört die sich Vorstellung im Kopf dann auch so. einfach komisch an, so. So, was habe ich noch im Inventory? Ah, mein Dynamit ist wieder da. Perfekt. Also ist gar nicht so schlecht, was ich habe. Ich habe auch wieder Rüstung, die ich hier rein. Okay. Brauche ich wieder Oh, später. ärgerlich, das Knochengeländer ist kaputt gegangen. Es war alles reparieren, was hier angehittet hat. Okay. Und wenn man das von oben betrachtet, wir haben ja hier jetzt so einen schönen, ne? Wie das so Okay. Angehämmert. Entweder macht man es von mit Auge von ganz oben. Kann ich denn vielleicht hier Können so wir eine nicht? Defense? Jetzt noch ein weiterer Fallfährten-Move. Können wir nicht einen Unlimited High von diesem Aufzug bauen? Und Den in der dann, wenn. Mitte. Ja, und dann hier auch noch einen anderen Aufzug bauen. Nee, ich glaube nicht ganz in der Mitte. Ich glaube, die ging nicht ganz hoch.
Aber immer so Aufzug nach Aufzug wechseln. Aber es wäre halt nicht so geil, da hoch zu gehen. Dann könntest du auch nicht so viele einzelne Etagen rausgucken. Und das zu verkleiden ist auch nicht so geil. So, aber Defense Wall. Mal gucken, ob ich dir durchziehen kann, dass man einfach nur auch eine Achse hat. Ja, das geht scheinbar theoretisch. Also ich könnte jetzt sagen, hier zack, ne, so. Ist die Frage. Wie kriegst du hin, dass du jetzt noch einen rechten Winkel reinbauen kannst? Ne? Das könntest du, oder ich weiß sogar wie. Oh Gott. Aber warum jetzt die Defense Wall? Für so eine Skizze. Damit du weißt, wie du die Boote positionieren musst. Du hast ja jetzt die Längen. Du weißt, wie viele Boote du brauchst, aber du weißt halt nicht, du kannst sie ja jetzt quasi beliebig aneinander stellen und das einer zum anderen irgendwie einen Winkel von, ich sag mal, irgendwie 30 Grad, das andere 27 und dann ist alles wieder Skat. Dann passen die Länge auf der einen Seite nicht, der andere wird wiederum länger und so weiter und so fort. Dann ist noch eine Frage. Noch eine Feder. Ganz kurz, bevor ich habe jetzt ein paar Vögel gerade rausgenommen, während du geredet hast. Die sind halt irgendwie 3-4 Vögel vor meinem Gesicht die ganze Zeit rumgeflogen. Ich bin ja gerade ein bisschen ausgerastet. Jetzt ist noch die Frage. Am Stein, sagt er. Es muss nicht am Stein sein, ne? Es kann ja auch hier in der Mitte sein. Genau. Also, das wäre natürlich noch schöner, noch, also hier so am, also in der Mitte den Turm zu haben und dann den Stein, ne, von dem anderen Steg, den wir haben, so als Übergang zu verwenden, ne, dass man hier noch so einen Weg hier rüber baut, als wenn der Stein dann sinnvoll genutzt werden würde, in Anführungsstrichen, ne? Was halt natürlich nicht der Fall ist, aber... Willst du eine... Warte mal, die Seite von der Hauswand ist hier gerade? Ja. Willst du, dass eine Seite vom Turm parallel läuft zu der breiten Seite, auf die wir gerade gucken? Von dem Foundation von unserem Haus? Ja. Ja. Okay. Ein Achteck das sollte dann daran parallel sein. Das wäre dann optisch schön, glaube ich. Das wäre auch eine gute Vorlage für dich, oder? So als Skizze? Ja. Ich habe dann halt so einen Anschlusspunkt. Von hier runterziehen? Das geht auch. Ja, okay, chillig. Das heißt, ich könnte sagen, so, und soll einen rechten Winkel machen. Ah, cringe, dabei macht er mir keine Hilfe. Unlucky. Ach, hier ist schon wieder noch leer. Es wird ganz schön viel Fleisch kosten. Sag, wie ist es? Menschenfleisch? Was liest du? Menschenfleisch. Oh, Alter. Ich werde nie wieder fischen. Wayo. Was ist das für ein Imba-Fisch? Er kickt mich einfach Kilometer hoch. Ich hoffe, sowas gibt es in The Forest 2 auch. Einfach noch extremer. Haben die wahrscheinlich extra reingepatcht, das Video. Von allem Möglichen wird es da hochgeworfen. Du bewegst dich auf der Stelle seitlich. Ist das Absicht? Ist auch nochmal Nacht. Host not responding. Das ist mega schnell Tag und Nacht. Was ist denn jetzt hier los? Ist wieder Steam weg, sehe ich gerade. Ja, das ist halt auch immer etwas, ne, kannst halt auch einfach nicht mitarbeiten. Also, das ist halt auch immer total irregulär bei denen. Dass es überhaupt so ist. Ne? War ja früher nie so. Du machst da gerade den Sidewalk. Ja, ich kann trotzdem bei mir gucken, ob meine Theorie funktioniert. Jetzt gibt er mir keine 90 Grad Hilfe mehr. Cringe. Ja, muss halt gucken, denn nicht, dass das jetzt nach daran liegt, dass... ne, das wäre Quatsch. Wie ich es euch gesagt habe. Wieso sind alle unsere Turtle-Dinger leer? Wie viel säufst du? Ja. Ah, ne. Da ist noch Wasser. Die Flucht. Alles klar. Alles klar, Meister. Alles klar, Meister.
Ich glaube, ich bin wieder da. Lol. So, jetzt haben wir zumindest schon mal ein Viereck. Na. Der hat sie ersäuft. Ersoffen. Das heißt, bist du oben? Mhm, ja. Ja, das sieht auch gut aus von oben, wie ich sehe. Täuscht ein bisschen, weil es ja ins Wasser geht und schräg wird, aber auf der einen Seite sind das drei und nicht zwei, ich weiß. Aber das ist auch so Gucci so. Was willst du jetzt? Lass mal hier das Ding fertig bauen. Auf den Kopf. Moin! Wollt ihr mit mir eine Runde schwimmen gehen? Wahrscheinlich schon. Ja, jedenfalls, okay, jetzt haben wir schon mal das. Die vier Ecken, ja. Bei acht Ecken ist immer noch schwer. Ja, das macht's echt hardcore, aber das kriegen wir irgendwie kriegen wir das hin. Ich glaube auch. Also ich frag mich sowieso, diese Foundation mit fünf Ecken, die du da gebaut hast, jetzt so bei unserer Base, ist halt auch die Frage, das müsste ja genauso dann auch mit noch mehr Ecken gehen, oder nicht? Ja, theoretisch kannst du das auch rund machen. Ja, deswegen ja. Ja, ich glaube, du brauchst halt schon ein Feld, aber ja, mehr oder weniger. Kannst du nicht dann genau so das jetzt mit acht Ecken setzen? Oder? Ey, warte mal, wir müssen uns doch um was kümmern. Ja! Natürlich bewegst du dich genau dann. Hey, jetzt bleibst du hier! Einer von uns beiden hat auf jeden Fall Heddy gedrückt. Ey, ich hab das meiste abgeschossen. Ne, ich seh ihn nicht mehr. Ich seh ihn. Oh. Ich hab dich abgeschossen. Es kommt ein... Oh. Ja! Der war neben dir und du so, oh. Da sind zwei Mutanten, die da gerade Party machen, weil die mir ja richtig Party. Alles klar, Feuerteile werden gecraftet. Alter, ich hab so kurz vor die Füße von denen geschossen. Crazy. Wo kommt jetzt die dritte Hand? Lol. Ich hab einen Vogel auf der Hand gehabt und hab währenddessen den Feuerpfeil angezündet. Das heißt, ich hatte auch einen Bogen in der Hand, das Feuerzeug und einen Vogel auf den Fingern sitzen. Ja, er brennt. Wenn ich mit zwei Achsen vier Seiten habe, habe ich mit vier Achsen acht oder nicht? Acht Seiten. Dann muss das irgendwie hinkriegen, diese scheiß Achsen einzuzeichnen. Der kommt, ne? Naja. Der hat aber auch schon zweimal gebrannt, also bei dem ist gleich Ende. Er ist hinter sich. Ja, der andere kommt jetzt auf. Oh. Okay. Der ist, okay. Der ist hinter sich. Noch nicht, aber er beendet es ja gerade selber. Eigentlich die schlaue Intention, ins Wasser zu gehen, um zu überleben. Ihn abschießen. Ich weiß nicht, ob das gerade Waste von Pfeilen ist.
Okay, komm, komm. Kommen Sie. Toll. Mach mal ein Foto. Yo, what? Jetzt ist er da hinten ins Wasser. Hat das jetzt hinter sich? Denn? Oh. Er ist weg. Ja, ich denke weiter drüber noch. Erstmal. Ja. Ja, okay, seid nervig, dann gucke ich mir das halt von oben an. Bevor ich auch wieder wegen des Wassers friere. Drehen wir nur einen. Ist das jetzt reingedockt? Ne. Ich glaube, es ist im Wasser. Ja, ja, ist es auch. Willst du mitkommen? Ich glaube, der stirbt irgendwie nicht. Ja, wieso nicht? Also bist du drauf? Ich sehe es ja nicht. Ja, ja, ja. Okay. Also theoretisch haben wir hier unten, fast direkt unter mir, da wo das Vogel ist, im Sitz. Wer hat denn da so ein Augenmaß? Da ist quasi die Mitte, die kann man schon mal anzeichnen. Das ist ja schon mal die erste Achse. Mhm. Weil die gibt auch die Parallele zum Haus vor, die erste Achse. Mhm. Hinten müsste man es halt so machen. Wir müssen da nochmal alle wegjammen. Oder deleten. Dann so ausrichten, dass es halt zwei Wände wieder sind. Nur an den Seiten sieht man ja schon, dass sie unterschiedlich lang sind, die ganzen Geschichten. Das heißt, dafür müssen wir auch noch... Aber es liegt ja nur an der Höhe von dem See, oder? Ja, auch. Aber trotzdem, wir haben da jetzt quasi, ne, wir können jetzt nicht wieder sagen, okay, wir gehen jetzt mittig irgendwie von der zweiten Mauer oder sowas, weil das, wenn ich mir das angucke, auf der rechten Seite haben wir 5, auf der linken 4, dann wird das halt auch nicht gerade. Ne? Kannst ja nicht sagen, jetzt irgendwie, ja, irgendwie so... Augenmaß, dann Safe Call. Also, da ist ein Milli drin. Ich sag's dir, da ist ein Milli drin. Ich kenne das als Metallbauer. Das heißt, dafür müssen wir auch noch einen Trick finden. Wir brauchen irgendeinen Referenzpunkt. Also halt, willst du dann nochmal ein Quadrat durchziehen? Oder solltest du dann. Ja, keine Ahnung. Ja, also du kannst auch gerne was anderes machen in der Zeit, wenn dir das zu hypertheoretisch ist. Ja, so ein Fliesenleger, da wisst du jetzt bestimmt, wie man mit so einer Situation umgeht. Du musst noch so einen Scheiß machen. Oder ein Mathematiker. Da könnte das wahrscheinlich auch. Dann, aber ja, so dann wäre Basti jetzt perfekt. Ne? So ein Schulmathematiker, der wäre richtig. Er nimmst du A Quadrat plus B Quadrat. Digga, nein. Warte mal, wäre das eine Herangehensweise? Ein Dreieck? Ja. Damit könntest du dir nachher. Das. Dreieck. Das sind aber drei. Ja, stimmt. Achso, drei Wände. Hm. Ja, noch schlimmer. Ja, weil auf der anderen Seite ja mehr. Nicht. Würde ich, aber Dreieck ist auch schwierig, das bringt auch eigentlich nichts. Du könntest halt einen rechten Winkel aufstellen und dann könntest du ja die Diagonale einfach durchziehen. Ja, warum? Weißt du, wie lang deine Seiten sind. Also wieso machen wir das gerade so extrem kompliziert? Oder ja, weil wir das doch perfekt haben wollen. Oder soll ich es einfach mal mit Augenmaß machen? Ja, aber so, also ja, ich würde damit anfangen und wenn das dann halt wirklich gar nicht geht, also wenn wir dann den ganzen Turm aufgebaut haben, das dann scheiße aussieht, dann bauen wir nochmal. Nee, einfach die Foundation, allein schon mal die Blaupause, so ein Achteck zu setzen allein schon. Und dann zu gucken, wenn man da jetzt Wände drauf klatscht, vielleicht dann,
Ja. Ich glaube, damit sollte man anfangen. Oder? Wo ist das wieder? Ja, bevor du jetzt, keine Ahnung, dir einen Ast abbrichst. ja, und es nachher Verstehst dann du? trotzdem nicht Ast abbrechen? funktioniert. Oder kacke aussieht. Oder. Ja. Ich verstehe meine Mütze. Verstehe das. Verstehen Sie? Kann man diese Feuer Perfekt, Digga. auf Podeste draufsetzen? Wie das ist perfekt. Ich bin ins Wasser gefallen. Irgendwie friere ich auch nicht. Das ist also auch okay. Ich schon. Natürlich. Man muss nur auf der richtigen Höhe sein, dann kann man das auch einfach da draufsetzen anscheinend. Man könnte dieses Feuer nachstellen von Herr der Ringe. Diese einzelnen Fireplaces, um Rohan zu rufen. Die Feuer von, keine Ahnung, Baradun? Das ist cool. Nee? Das ist cool. Die Feuer von Nazgul, da kennst du nicht. Also, wenn ich mir ein Auto kaufen würde, dann Toyota. Ja, genau so ungefähr. Das war King, Das das war war schon King. witzig, ja. Das war, wie gesagt, was der witzig mit den Kollegen Aram zu zocken. Und da war der Safe nicht auf jeden betrunken, Fall. glaube ich. Tommy, ich krieg's nicht hin, das ist fast unmöglich. Wie soll ich den Winkel. Wie soll ich wissen, ob der Winkel Wie passt? soll ich den Winkel? Ja, wie es passt halt, wie Das es sind passt. 1, 2, 3, 4. Dann bräuchte ich das Gegenstück nochmal. Okay. Geh nochmal nach ganz oben. Nee, jetzt, also jetzt bin ich sauer. Jetzt muss das Ding lippen. Genau, deswegen meinte ich dann erstmal Augenmaß und dann kann man da immer noch gucken. Ja. Ach, schöne Aussicht, Blueprints. Brauchst du was zu essen? Nee, wärmer. Warte, ich komme hin zum Feuer. Ah, schon besser. Drinnen gäbe es jetzt noch eine Sache zu essen. Warte. Zack. Von außen. Einfach das Feuer heller machen. Stärker machen. So. Einigermaßen parallel. Lass mal gerade gucken. Ja. So, in der Theorie, ne? Vom Aufbau her. Das meine ich halt, dass du das so setzt mit 8 Ecken, dass es einigermaßen gleich lang ist. Ist jetzt natürlich, glaube ich, die einzige Schwierigkeit, oder? Ich guck gerade ab. Aber ansonsten funktioniert da ja die Foundation ganz gut, die eigene. Sehr gut. Ah, das war tatsächlich ausnahmsweise mal missklickt. Laufen Sie.
wieder ein paar mehr.